Hallo Leute, mein Name ist Rose und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werden wir die Top 5 Rasengan-Varianten von Naruto besprechen. Ich weiß, ich mache sonst immer Top 5 Jutsu-Videos, aber bei Naruto ist das so, er hat so viele Jutsus, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Video in zwei Teile zu teilen. Einmal in das Top 5 Rasengan-Video und in das Top 5 Jutsu-Video. Jetzt kommt erstmal das Rasengan-Video und wann das Jutsu-Video kommt, kann ich euch leider jetzt noch nicht sagen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit meinen Top 5 Rasengan-Jutsus von Naruto. Auf Platz 5 ist für mich das Rasengan. Der deutsche Name ist Rasengan und die korrekte Übersetzung ist spiralisierende Kugel. Die Art des Jutsus ist Ninjutsu, der Rang ist A, der Typ dieses Jutsus ist Angriff. Wir haben es das erste Mal im Manga Kapitel 150 gesehen und in der Anime Episode 86 von Naruto Classic und auch im Film Geheimmission im Land des ewigen Schnees und auch im Spiel Ultimate Thief Ninja 2. Das Rasengan ist eine A-Rang-Technik und daher extrem schwierig zu beherrschen. Diese Technik wurde vom 4. Okage erfunden und wurde 3 Jahre lang von ihm perfektioniert. Das Rasengan ist eine besondere Technik, da man keine Fingerzeichen benötigt. Das normale Rasengan in Anführungsstrichen ist eine unvollständige Technik. Minato Namikaze hat geplant, mit dem Rasengan sowohl die Kräfte des normalen Chakras und als auch die Kräfte des Naturchakras bis ans Maximum zu treiben und zu kombinieren. Und deswegen gibt es auch so viele Varianten, die Naruto von dem Rasengan kann, weil das Rasengan eine unvollständige Fähigkeit ist. Aber ich habe mir gesagt, es kommt für mich auf Platz 5, weil ohne dieses Jutsu Rasengan würde dieses Video gar nicht entstehen. Und deswegen ist für mich das Rasengan auf Platz 5. Damit würde ich sagen, viel Spaß mit Platz 4. Auf Platz 4 ist für mich das Wakusai Rasengan. Der deutsche Name dieses Jutsus ist Planetenrasengan und die korrekte Übersetzung ist auch Planetenrasengan. Die Art des Jutsus ist Ninjutsu und Bijou-Fähigkeit. Der Typ des Jutsus ist Angriff. Wir haben es das erste Mal im Manga Kapitel 552 gesehen und in der Anime Episode 300 von Naruto Shippuden. Auch im Film 7 Shippuden-Film haben wir es gesehen und zu guter Letzt haben wir es dann auch das erste Mal im Spiel Naruto Shippuden Ultimate Thief Ninja 3 gesehen. Das Wakusai Rasengan ist ein Ninjutsu von Naruto Uzumaki in seiner vollständigen Jinchuriki-Form. Dabei erzeugt er ein Odama Rasengan und darum befinden sich 3 normale Rasengans wie Satelliten um einen Planeten. Wenn dieses Jutsu in Kontakt mit seinem Ziel kommt, interagieren die Rasengans miteinander und durch die unterschiedlichen Drehrichtungen entsteht ein riesiger konischer Wirbel. Also das haben wir das erste Mal gegen den Tsuchikage gesehen im Shinobi-Weltkrieg. Wo Naruto dann ihn getroffen hat mit seinem Planeten Rasengan, ist er halt in ganz viele Wirbel aufgegangen und ist weggeflogen. Mir ist dieses Jutsu einfach nur im Kopf geblieben, weil ich mich noch daran erinnern konnte, wie Naruto den Tsuchikage damit komplett weggeschossen hat. Und ich finde dieses Jutsu vom Design her sehr cool und deswegen ist es für mich auf Platz 4. Auf Platz 3 ist für mich das Rasenrangan. Der deutsche Name ist, wie schon gesagt, das Rasenrangan. Die korrekte Übersetzung ist spiralisierende Kampfkugeln. Die Art des Jutsus ist Ninjutsu und Bijou-Fähigkeit. Der Typ ist Angriff. Wir haben es das erste Mal gesehen im Manga-Kapitel 545 und in der Episode 296 von Naruto Shippuden. Bei diesem Jutsu formt Naruto Uzumaki, während er in seiner vollständigen Jinchuriki-Form befindet, mit Hilfe einer seiner Chakra-Arme mehrere Rasengans über seinem Kopf. Diese werden anschließend durch einige verlängerte Chakra-Arme gegen mehrere Feinde verwendet. Und für mich ist dieses Jutsu auf Platz 3, weil ich mich noch ganz genau daran erinnern kann, wie Naruto aufs Schlachtfeld gekommen ist, angelaufen kommt und dieses Rasengan oder dieses Rasenrangan über seinen Kopf bildet, diese 5 bis 6 Rasengans und die mit jedem Rasengan einen Chakra-Arm dazu macht und auf einem Schlag die ganzen Zetsus vom Feld mäht und deswegen ist für mich dieses Jutsu auf Platz 3. Auf Platz 2 ist das Rasenrengan. Die Art des Jutsus ist Ninjutsu und Senjutsu. Der Typ dieses Jutsus ist Angriff. Wir haben es das erste Mal im Manga Kapitel 423 gesehen und in der Anime Episode 163 von Naruto Shippuden und auch im Spiel Naruto Shippuden Ultimate Thief Ninja Storm 2. Bei dem Einsatz des Rasenrengan erzeugt Naruto in beiden Händen je ein Rasengan. Bei der Vorbereitung auf den Angriff gegen Pain sieht man, dass er bei der Erschaffung des Rasenrengan je einen Schottendoppelgänger an jeder Hand einsetzt. Und dieses Jutsu ist für mich im Kopf geblieben, weil Naruto es erstens gegen Pain eingesetzt hat. Der Kampf gegen Pain ist einer der besten Kämpfe in Naruto. Und wo dieser eine Pain bei Gamabunta im Mund war, wie Naruto ihn einfach aus dem Leben genommen hat mit diesem Doppelrasengan. Und deswegen ist für mich dieses Rasengan auf Platz 2.
Auf Platz 1 ist für mich das Futon Rasenschuriken. Der deutsche Name ist Windfreisetzung Rasenschuriken. Die Art ist Ninjutsu und Kinjutsu. Das Element ist Futon. Futon bedeutet so viel wie Wind. Der Rang ist S. Der Typ des Jutsus ist Angriff. Wir haben es das erste Mal im Manga Kapitel 339 gesehen und in der Anime Episode 87 von Naruto Shippuden und auch im Film 3, Shippuden Film, und auch im Spiel Naruto Shippuden Naruto Made Excel 3. Und jetzt will ich noch kurz sagen, bevor ich das Jutsu erkläre, wie bei jedem Jutsu, ich finde nur das Rasenschuriken cool ohne den Zennen-Modus. Das wollte ich noch kurz sagen und damit würde ich auch sagen, gehen wir weiter mit der Erklärung. Futon Rasenschuriken ist ein S-Rang Ninjutsu von Naruto Uzumaki und die Perfektionierung des Rasengan. Naruto ist es als erster gelungen, das normale Rasengan mit einem Elementchakra perfekt zu verbinden. Es entstand eine Technik, die selbst Schäden auf der Zello-Ehren-Ebene anrichtet. Selbst mit dem Sharingan kann man nicht sehen, wie oft man damit getroffen wird. Bei diesem Jutsu braucht Naruto zwei Kagebushino, also Schattendoppelgänger, einen um das normale Rasengan aufzubauen und den anderen um das Elementchakra hinzuzufügen. Futon Rasenschuriken ist mit Abstand Narutos stärkste Technik, jedoch verursacht sie auch bei Naruto Schäden auf zellulärer Ebene. Das haben wir gesehen, wo Naruto seine ganze Hand zerstört war und Tsunade zu ihm gesagt hat, dass er dieses Jutsu nicht mehr einsetzen soll. Dies ist besonders schlimm, da man nicht in der Lage ist, diese Schäden hundertprozentig zu heilen. Jetzt ein kurzer Funfact, im Zennen-Modus kann er es dann öfters einsetzen, weil seine Chakra-Kontrolle um 1000-mal besser ist und er das Rasenschuriken wirft und nicht wie seine erste Variante den Gegner damit frontal trifft. Und für mich ist dieses Jutsu einfach auf Platz 1. Wir erinnern uns alle dran, wie Naruto auftaucht und Kankutsu vor diesem Jutsu richtig Schiss hat und wo Naruto ihn dann getroffen hat und Kankutsu komplett aus dem Leben genommen hat. Und der Fakt alleine, dass es Sharingan nicht sehen kann, wie oft man getroffen wird, das sagt schon alles. Und das Rasenschuriken ist das stärkste Jutsu von Naruto ohne die Jutsus im Bijuu-Modus. Also nur alleine Naruto mit seinen Chakra. Und deswegen ist für mich dieses Jutsu auf Platz 1, weil es meiner Meinung nach ist das coolste, was Naruto kann von den Rasengan-Varianten. Ich weiß, es gibt tausende Bijuu-Rasengans, vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video. Aber von diesen 5 Varianten ist das Futon Rasenschuriken für mich auf Platz 1. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Euer Rose.